glückliche Mitarbeiter, optimierter Betriebsablauf, mehr Freizeit, mehr Geld, das geht und zwar mit Prozessoptimierung, sagt Daniel Kuhn. Prozessoptimierung hört sich so nach Industriebetrieb an. Was hat das mit einem Handwerksbetrieb zu tun? Der Begriff kommt auch aus der Industrie. Das ist ein spannendes Thema aus der Industrie, aber wir haben im Handwerk ganz klar die Möglichkeit, uns sehr gute Beispiele aus der Industrie abzugucken, zu übertragen und individuell fürs Handwerk zu gestalten. Kannst du da ein konkretes Beispiel nennen? Ich fange mal anders an. Mit einer Tätigkeit, mit der ich heute 100 Euro verdiene, verdiene ich allein aufgrund der Kostensteigerung nächstes Jahr keine 100 Euro mehr. Das heißt, ich muss sowieso was machen. Und in welchem Bereich ich da anfange, ist, ich will nicht sagen beliebig, aber extrem vielfältig. Sei es in den Büroprozessen, sei es in der Angebotsstruktur, sei es in der Produktion oder sei es im Lager. Ich habe überall jede Menge Ansatzpunkte, um meine Prozesse so zu optimieren, dass sich auch meine Ertragssituation verbessert. Und Optimierung kommt ja meistens eher von oben, also vom Chef. Aber der kriegt manchmal Angst, wenn er dann die Vorschläge hört, was man da alles so machen soll. Zum Beispiel, das Lager soll für alle Mitarbeiter zugänglich sein. Warum hat er Angst und wieso sollte er die Angst verlieren? Jeder Chef hat erstmal Angst vor Veränderung. Jeder Mensch hat Angst vor Veränderung. Das fängt beim Chef an und das geht auch noch viel stärker auf die Mitarbeiter. Ganz wichtig ist, dass der Chef sich erstmal entschließt, okay, ich will überhaupt irgendwas machen. Und wenn der Chef sich dann entschließt, was zu machen und sagt, okay, jetzt legen wir los, ist es der allererste Schritt, der wichtigste Schritt, meine Mitarbeiter mit ins Boot zu holen, meinen Mitarbeitern zu vermitteln, was haben wir davon, warum machen wir das. Nur dann kann so etwas funktionieren, egal welchen Bereich ich betrachte. Der Chef muss den Entschluss fassen, was zu machen und er muss seine Mitarbeiter davon überzeugen, dass es Sinn macht, dass sie was davon haben, nur dann kann es gelingen. Vielleicht magst du nochmal sein konkretes Beispiel mit dem Lager wiederholen. Im Lager wird ganz viel Geld verbrannt, allein aufgrund von Such- und Wegzeiten. Mitarbeiter, die Ewigkeiten durchs Lager laufen, die Materialien suchen, die sie für den nächsten Tag brauchen. Wenn ich allein da ansetze, alles hat einen Platz, alles hat seinen Platz, nur als goldene Regel zu sehen. Wenn ich als Mitarbeiter weiß, wo ich etwas finde, kann ich mir es direkt entnehmen. Ich muss nicht suchen. Da werden jede Menge Minuten jeden Tag verbrannt und das ist einfach Geld, was mir flöten geht, weil meine Mitarbeiter Dinge tun, die nicht produktiv sind. Okay, dann Dankeschön und wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann melden Sie sich einfach an bei schnittstelle-baustelle.de, denn da wird Daniel Kuhn auch Referent sein.